Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und zwar hatte ich ja schon angekündigt, dass ich mal einen Springen vom Turnier kommentieren werde. Und deshalb kommentiere ich jetzt dieses Eltspringen vom Turnier in Ronneburg. Es war jetzt nicht so gerade unsere Glanzleistung. Aber genau deswegen kommentiere ich das jetzt mal. Also beim Grüßen, da war der Espresso schon ein bisschen zappelig. Ganz gerne mal mit dem Kopf rum, wenn er stehen bleiben soll. Dann ging es zum ersten Sprung hin noch eine halbe Runde außen rum. Und weil uns im Moment eh öfters mal der Lauf ein bisschen fehlt, habe ich ihn versucht, ein kleines bisschen aufmerksam zu machen und ein bisschen vorwärts zu reiten und auch gerade vom ersten Sprung dann ein bisschen Druck aufzubauen. Ja, der war dann auch ganz gut, der erste Sprung. Dann ging es gleich in der Rechtskurve auf den zweiten Sprung zu. Da habe ich nicht so 100% was gesehen. Das wurde sehr groß. Wenn er im Moment aus einem ruhigen Tempo groß abspringen muss, merkt er halt, dass es sehr anstrengend ist. Und dann zögert er im Moment öfters mal. Ja, der dritte war dann ein kleines bisschen eng, weil ich ihn zu spät zurückgenommen habe. Und dann auf die Kombination zu, wollte ich wieder so auf halb groß und er ist einfach ausgelaufen. Also das war jetzt kein mega schlimmes Verweigern. Also man sieht es jetzt auch gar nicht so gut, weil da dieses Häuschen davor steht. Das war jetzt kein schlimmes Verweigern. Es hat halt nicht 100% gepasst und ich habe auch nicht 100% was gesehen. Und wollte dann aus diesem sehr ruhigen Tempo auf halb groß abspringen. Und das hat einfach nicht so gut hingehauen. Bin ich ihm jetzt auch nicht so böse. Dann hat er sich auch selbst ein bisschen aufgeregt, wollte dann auf einmal nicht mehr da hinten in die Ecke. Und dann habe ich den Fehler gemacht, dass ich gerade wieder aus einer großen Wendung auf die Kombination zugeritten bin. Ich hätte lieber ein bisschen früher rumreiten müssen und dann ja, ist er drüber. Und das war dann eher nicht so schön, weil er dann so komisch drüber gesprungen ist. Dann hat es hinten nicht mehr gepasst und das war dann nicht so rund. Dann war auch irgendwie der Lauf ein bisschen weg. Der nächste Sprung war zwar okay und dann hat er mal versucht, ein bisschen den Gang einzulegen. Der sechste Sprung, den fand ich ganz gut, da war er passend, hat auch mal die Füße gehoben und ist schön rund gesprungen. Der letzte Weg in dem Parcours war dann nochmal eine dreifache Distanz. Erst mit diesem kleinen Gartenbausprung, der war ganz okay, der Sprung. Danach war die Galoppade einfach zu groß und ich habe ihn zu spät zurückbekommen, war deshalb viel zu dicht für den Ochser. Er hat dann noch schön abgehoben, aber es war nicht so rund und flüssig. Und zu dem neunten kam ich dann auch nicht so passend hin. Naja, es war jetzt nicht so unser bester Ritt, aber auch nicht unser schlechtester. Und dafür, dass wir am Anfang so ein bisschen Kommunikationsprobleme hatten, war es am Ende dann doch okay. Aber ich kam halt einfach nicht so mega gut durch in dem Parcours und wusste dann auch teilweise nicht mehr so 100%, wie ich reiten soll. Wir hatten dann eine Grundnote von 6,5 minus 1,3 wegen den Fehlern, also der Verweigerung, dem Abwurf und Zeitüberschreitung. Und dann blieb eine 5,2 übrig. Im Zeitteil am nächsten Tag war es dann schon einiges besser, weil ich auch ein bisschen energischer und konsequenter geritten bin. Und das verlinke ich euch jetzt hier. Wenn ihr mehr kommentierte Videos haben wollt, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Leider war das Springen ja jetzt nicht so lang, da kann ich nicht so viel erzählen, wie ich eigentlich erzählen möchte. Da muss ich mich ein bisschen kürzen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen und bis zum nächsten Video. Tschüss!